Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück hier zum 35. Part Splatoon 3 auf der Nintendo Switch natürlich wieder. Ja, der Melon hat ja schon geschrieben im Xenoblade Part, dass auf jeden Fall eine neue Arena aktiv ist hier im Salmon Run. Und ich würde sagen, wir schauen natürlich da rein, wenn ich jetzt mal schaue im Moment. Ja, Tatsache in Salmonidendamm natürlich stimmt, hat es ja geschrieben, ne? Ja, machen wir natürlich hier ein bisschen im Salmon Run natürlich ein bisschen weiter. Im Moment bin ich Nebenjob-Boss plus 1 leider wieder, wie wir gesehen haben in den letzten Parts. Aber ich habe auf jeden Fall ja, Katalogstufe 100 erreicht im letzten Part, was sehr, sehr cool ist. Ja, wir können natürlich auch Freunde oder halt erstmal auf Solo, sobald Melon natürlich schreibt, gehen wir auf Freunde. Ja, ich würde sagen, erstmal natürlich sonst erstmal Solo. Auf jeden Fall erstmal so rein, damit das natürlich erstmal startet in dem Sinne. Ja, wenn du wieder mitzocken möchtest, kannst du natürlich nicht immer... Ja, sehr, sehr gerne machen natürlich und ja, auch an alle anderen natürlich. Ihr könnt natürlich wie immer fleißig mitzocken und ein paar Salmus metzeln. Ja, mit mir gemeinsam natürlich, wie immer. Schauen wir mal, Salmonidendamm können wir natürlich wieder so ein paar schöne Fischeier und so. Ja, ergattern und natürlich hoffentlich auch so ein paar vom Salmalm hier, der Malmsalm. Ja, so ein paar Schuppen wären natürlich auch sehr cool. Das heißt, erstes Match hier in diesem Part, dann schauen wir mal rein. Ja, Salmonidendamm ist natürlich auch mal sehr cool. Das heißt, erstmal so gesehen Solo, es sei denn, irgendjemand meldet sich natürlich oder der Melon schreibt gleich noch. Dann kann ich natürlich sehr gerne wieder eine Lobby aufmachen und ja, dann metzeln wir, wie gesagt, weiterhin die Salmus hier. Und wohl nun schöne Goldeier und natürlich die Schuppen am besten vom, ja, Malmsalm. Das ist irgendwie Salmalm, sag ich ja immer. Ich finde Salmalm hört sich auch geil an, oder? Okay, schauen wir mal, wo sind die ersten? Ah, da kommen sie schon. Hier der Fandi. Ich würde sagen, direkt ran da. Ja, der eine hat schon mal sehr gut mitgearbeitet hier gerade. Eier natürlich auch am besten schnell rein hier. Und natürlich nebenbei so ein bisschen einfärben. Dann er hier mit seinem Regen. Auch wieder da, ne? Weiß gar nicht mehr, wie heißt er hier noch. Ja, und hier Stabler, kann nicht sein. Von hinten, letzter Spieler, wie, was? Sind alle schon tot? Kann nicht sein. Wo sind die denn alle hin? Ich glaube, die sind irgendwo, ach, da hinten. Okay, ich sehe gerade. Das ist nicht gut. Weil ich gerade hier rumrennen und nur den Schwapper hab. Ich würde sagen, schnell durch. Und direkt den einen schon mal wieder belebt. Jetzt sogar zwei Stabler. Ah, kann nicht sein, oder? Was machen die anderen Spieler denn? Ich sehe gerade, wir sind sogar nur zu dritt. Einer ist raus. Okay. Ja, das ist aber ärgerlich. Letzter Spieler wieder super. Kann nicht sein. Rackzack natürlich auch. Und wir waren nur zu dritt. Okay. Irgendwie komischerweise einer raus und direkt minus 20 Punkte. Ja, der eine, wie wir sehen, direkt raus. Keine Ahnung warum. Ich denke mal, der hat wieder einen Verbindungsabbruch gehabt. Sowas ist natürlich sehr ärgerlich, aber dafür gibt es, glaube ich, nur minus 10 Punkte, oder? Ja, wenn einer raus ist. Ja, Tatsache, okay, nur 10 runter noch. Ärgerlich. Aber. Oben ganz wenig. Ja, wie wir sehen übrigens, Katalogstufe 1 ist ja der zweite Katalog, den ich jetzt habe. Jetzt starte ich wieder auf 1, was sehr, sehr cool ist, was wir noch gesehen haben am Ende des letzten Parts. Ja, wenn man erstmal die 100 erreicht hat, startet ein neuer Katalog. Ja, der geht natürlich auch wieder bis 100 dann, ne? Denke ich zumindest mal. Ja, krass. Das war jetzt gar nicht gut. Direkt erste Welle. Erste Welle weggehauen hier. Das kann nicht sein, oder? In der ersten Welle direkt weg und ein Spieler raus gewesen. Ich denke mal, der hat einen Verbindungsabbruch gehabt. Zumindest vermute ich das jetzt mal. So, auf jeden Fall wieder alles andere random Spieler mit drin. Ja, schauen wir mal. Da habe ich erstmal den Knecksroller. Ja, der Schwabber geht ja so, die ich eben hatte. Und wir müssen anscheinend zum Ufer, ne? Da ist einmal rufen. Die anderen hier. Jetzt sage ich, gehe in die Kanone. Ja, nimm ich direkt die Kanone. Und baller so ein Busche hinten auf die schönen Brocken da.
Und am besten, genau, hier den Stahl. Hier schon der eine ist halt links auch in der Kanone. Ja, am besten noch mal ein bisschen Farbe füllen. Ja, gerade, ah, hier kommt ein Pfahl. Beziehungsweise, ich glaube, Momolisk heißen die noch. Ja, Netz immer weg. Alle aber platt machen. Ja, so auf jeden Fall beste Bossarbeit im Moment. Ärgerlich nur gerade eben mit den minus 10 Punkten. Muss der eine Spieler irgendwie raus war auf einmal aus der Lobby. Nur mit 9 Eiern sind drin von 14. Jetzt aber schöne Ellen. Nebenbei fahren wir erstmal kurz ein bisschen. Okay. Einer ist glaube ich in der Kanone. Hat hier gerade die Gegner platt gemacht. Rangzanger. Nein. Hat mich nur leicht gestriffen mit der Rakete oder haut der Brock mich hier weg. Aber 13 Eier sind drin. Das ist sehr gut. Also ich hole mir mal schon ein Ei. Okay, der eine hat schon. Ich wollte gerade ein Ei reinhauen. Oh. Okay, 16 Eier drin. Ja, der Stabler ist auch immer sehr gefährlich, oder? Aber eine Sekunde und geschafft. Okay. Ich würde sagen, Fermino Busch eigentlich hier. Der eine ist, glaube ich, gerade hier tot. Erstmal wieder beleben. Somit alle zurück zum Papa-Bärchen. Ja, und Welle 2 natürlich. Mit dem Wannenschwapper hier wieder. Ah ne, das ist diesmal der hier. Mit diesem komischen Bläschen, ne? Ah, die Waffen in diesem Run, muss ich sagen, sind so, naja, jetzt im Moment. Einmal der normale Schwapper, dann hier der Wannenschwapper. Okay, der Wannenschwapper ist eigentlich gut. Ehrlich gesagt geht, oder? Einer gerade direkt ins Wasser rein. Und direkt wiederbelebt, okay. Ja, wäre natürlich geil, wenn ich irgendwann wieder Legende erreiche. War ja schon wieder hoch auf plus 2, wie wir in den letzten Parts gesehen haben. Nebenjob Boss plus 2. Dann leider wieder runter. Ja, wie man es kennt, hoch und runter, also Berg- und Talfahrt in dem Sinne. Aber ärgerlich, ich möchte auf jeden Fall Legende wieder. Auf jeden Fall meinen Legende-Rang möchte ich wieder haben. Okay, mal da drauf und direkt weggehauen hier. Ja, ich kann nur immer wiederholen, der Salmo-Run hier macht auf jeden Fall süchtig. Und ist auf jeden Fall das Beste, würde ich sagen, oder? Er hat gar keine Tinte sich gehabt. Und schießt weiter. Okay. Wo ich gar keine Tinte gefüllt hatte mehr gerade. Aber 24 Eier drin von 15, also locker, easy. So, mal schnell hier den Stabler platt machen, so. 28 Eier in der Welle 2, okay. Das ist schon mal sehr, sehr cool, oder? Würde ich sagen. Ja, somit Welle 3 auf jeden Fall. Das heißt, wenn wir die natürlich schaffen, kriegen wir natürlich wieder schöne 20 Punkte. 3 R-Schwapper haben wir hier noch. Das heißt, fast nur Schwapper hier und ein Roller. Die Waffen sind aber richtig komisch bei dem Salmo-Run hier. Nur Schwapper und Roller. Das ist diesmal sehr komisch zusammengewürfelt. Okay, mit dem muss ich natürlich erstmal schauen, dass wir einigermaßen klarkommen mit dem. Dann kommt schon der erste Stabler. Und direkt wegmetzeln und yes, wir haben ihn. 6 Eier sind drin. Somit Nummer 7. Klein Salmo noch platt mal runter. Ein ist gerade gestorben hier vorne. Direkt wiederbeleben, oder? Und natürlich das UFO einmal runterholen. Aber wollte eigentlich gerade rauf. Aber jetzt. Direkt platt mal und nächster Start mal sogar hier. Ah, jetzt kommen hier aber ganz schön viele. Ah. Und er hier auch noch einmal einfärben. Und direkt den einen wiederbeleben, würde ich sagen.
Und die schönen Eier gehören uns. Und hier der Stahl natürlich auch direkt wieder mit drin. So viele schöne Eier. Das sage ich hier erstmal hoch, oder? 13 Sekunden sonst noch. Ja, erstmal hier die Gegner weghauen. Ah, krass. Eier sind auf jeden Fall 22. Okay, das sieht schon mal gut aus. Ja, schaffen wir easy. 25 Eier. Somit letzte Welle geschafft. Ja, was natürlich sehr, sehr cool ist, würde ich jetzt sagen, oder? Somit erstmal wieder Feierabend. Der Malmsalm kommt leider nicht. Okay, schade, schade. Aber ich denke mal, irgendwann in den weiteren Wellen demnächst werden wir wieder kommen und dann, ja, holen wir uns die Schuppen vom Malmsalm natürlich. Morsch, Phoenix und links Danny, Donny irgendwie. Ja, schon mal sehr gute Spieler im Moment. Team schon mal sehr gut. Zumindest im Moment das random Team hier. Würde ich sagen, bleibe ich erstmal drin, es sei denn, der Männer meldet sich. Hat er noch nicht, okay. Ja, mal natürlich erstmal solomäßig weiter und. Ja, eigentlich ja sogar Katalogstufe 101 hier in dem Sinn, was ich jetzt habe hier. Ja, oben natürlich die Eier, beziehungsweise die. Ja, das Goldene, die Grüne und so. Möchte ich natürlich auch sehr, sehr gerne farmen. Ja, während wir in der Lobby sind, kann ich natürlich auch nochmal schnell ein Schluckchen trinken und so. Morsch und Phoenix bleiben sogar noch mit drin hier. Ja, jetzt habe ich 50 von 99 übrigens an Punkte. Ja, ich hoffe ja, dass ich demnächst auf jeden Fall auf Legende wieder hochkomme. Ja, somit ein neuer Random Player. Einmal mit in der Lobby, okay. Drei R-Schwapper habe ich im Moment wieder. Ja, ich muss sagen, es ist ungewohnt mit den Schwappern. Drei Schwapper und Roller. Aber geht eigentlich. Zumindest die drei Wellen eben. Waren ja eigentlich ganz okay. Unser Rucksack. Ah, nein. Von dem kleinen süßen Salmini einmal platt gemacht hier. Ja, süß, aber hart, Bro. Machen einen platt, obwohl sie süß sind. Eigentlich total niedliche kleinen Salmini. Okay, zwei Eier schon mal drin, drei. Dann würde ich sagen, fahren wir erstmal die Eier mit, ne? Der Seite hier schnell. Sollte passen. Ja, sie ist ja neu mit reingekommen hier. Hä? Ist gerade verschwunden aus der Lobby. Wie? Jetzt sind wir wieder nur zu dritt, sehe ich gerade. Ah, krass. Ich denke mal wieder Verbindungsabbruch bei dem Spieler gerade. Direkt verschwunden. Vor meinen Augen gerade hier. Das heißt zu dritt. Alle drei Wellen, oha. Mal schauen. Ah, Stahl kommt direkt hinterher, das ist nicht gut. Wir werden aber schnell ein bisschen flüchten, aber wir haben 16 Eier drin. Und Stahl kommt natürlich immer weiter hinterher. Ich möchte eigentlich das eine Ei stellen, ja genau, aber reinhauen. Ihn einmal beleben, nächstes Ei rein. Ja, somit 19 Eier drin. Sehr cool. Das ist schon mal sehr gut. Somit zurück zum Papa Bär. Und Welle 2, obwohl wir nur zu dritt sind im Moment. Und ja, wir haben sogar wieder Hochwasser hier. Okay, das ist natürlich nicht gut. Aber da würde ich sagen, direkt platt machen. Auf jeden Fall, oder? Die anderen kann, ja, die anderen kann ja so wegrollen. Kann ich den Brocken nehmen? Brocken muss ich so weghauen. Die kleinen kann man platt rollen. Nur den Brocken nicht mit dem Roller hier. Und einmal drauf. Und dann haben wir ihn auch. Ja, schauen wir mal mit dem Hochwasser. Wie gesagt, Hochwasser mag ich ja eigentlich gar nicht. Geh direkt drauf wieder. Muss aber einmal weg. Nicht wahr.
Ganze Salmis und letzter Spieler gerade auch nö. Die sind gerade da hinten alle, ne? Also einmal schnell durch, wiederbeleben. Und Rackzack natürlich auch wieder hier, kann ich sagen. Auch Farbe. Ah nein. Ist nicht wahr. Ich hoffe ja, dass die anderen, der eine überlebt. Och nö. Welle 2, aber nur 5 Punkte minus. Ja, da haben wir leider einen zu wenig hat im Team. Okay, das ist schade. Ja, sowas finde ich immer sehr ärgerlich. Aber zum Glück nur minus 5. Ich würde sagen, das geht noch. Ärgerlich, ärgerlich, oder? Ich würde jetzt sagen, an der Stelle. 45 von 99 Points. Und oben wieder knapp 300. Okay, dann würde ich sagen, nächste Schicht. Der Malmsalm hier übrigens ist etwas über die Hälfte gefüllt. Leicht am Funkeln sogar, sehe ich gerade. Ja, ich möchte die Schuppen. Das heißt, ich möchte eigentlich alle Schuppen haben in dem Sinne. Der Phoenix ist noch mit drin. Einer von denen aus der zweiten, aus dem zweiten Match hier. Ja, die anderen werden dann wieder randommäßig reinkommen. Ich habe keine Ahnung, warum eben schon wieder der Spieler raus war. Ja, keine Ahnung, was da los ist. Warum alle ständig Verbindungsabbrüche haben. Vor allem heute hier. Das zweite Mal direkt hintereinander ein Spieler rausgeflogen aus der Lobby. Ja, schauen wir direkt weiter mit dem nächsten Match. Ich hab wieder mal einen Klecksroller, okay. Ja, und natürlich Welle 1, schauen wir mal. Frage ist natürlich, wo kommt die erste Welle? Auf jeden Fall Boss Salmonine aufgetaucht, sagt der Bär. Heißt, da ist unser schönes UFO, da können wir eigentlich so rauf, oh, ja. Machen ihn einmal so platt. Und natürlich das schöne Ei hier mitnehmen. Ja, Ei einmal rein. Okay, die anderen wurden schon platt gemacht und Dieb hier wieder. Der Eierklauer hier. Würde ich sagen, Metzel wir weg. Und weiter geht's mit den Eiern. Brocken natürlich auch direkt platt. Und hier Rackzack natürlich wieder. Ah. Gefährlich mit dem Grattlachs hier gerade. Digga, Bombe. Ah. Fast reingekriegt, ne? Oh, nur fast, glaube ich, ja. War nur fast. Ich sehe gerade Rackzack da hinten noch. Schmeiß mal Bombe und reingehauen noch. Yes. Somit direkt gekriegt den Rackzack noch. Ja, 16 von 15 Eier sind schon mal drin. Das ist schon mal sehr gut. Aber ich muss sagen, die kleinen Salmo hier, die sind auch niedlich, oder? Die Salmini sowieso. Nur die Brocken. Die sind nicht ganz so niedlich. Ja, da wir auch ein bisschen mehr Power haben und so. Oder? Ja, somit Welle geschafft. Das ist schon mal sehr gut. Zurück zum Papa Bär. Und weiter geht's natürlich mit der nächsten Welle. Mit dem 3R-Stammer wieder. Okay. Ja, insgesamt 16 Eier müssen rein. Schauen wir mal. Und nein, das wird neblig. Hasse Nebel. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch den Fandin gerade gehört. Da ist er auch direkt. Hat ebenso im Hintergrund gehört. Und Sturmreife haben wir auch wieder hier. So, schön einfärben, platt machen. Und Goldie. Nice. Einmal direkt mit. Ah. Mit Wegmetzel. Nächstes UFO. Soll ich sagen, machen wir auch direkt platt, oder? Eigentlich ein Deckler. Heißen die eigentlich noch.
Ja, wie gesagt, ich sage da immer Ufo zu dem Deckler. Wieder der eine Spieler direkt wiederbeleben. Ah nein, der Bam mit der Bombe wieder hier. Ärgerlich. Hat er mich direkt gekriegt. Krass, der nächste Deckler bzw. das nächste Ufo hier auch gerade direkt vor dem anderen Grab. Mal platt gemacht. Ich muss sagen, das geht eigentlich mit den Schwabbern oben. Mit den drei Schwabbern, die im Moment aktiv sind, kommt man eigentlich ganz gut schnell voran, irgendwie, muss ich sagen. Geh noch schnell im Rackzack hinterher, würde ich sagen. Hauen sogar schnell ab, ne? Ja, somit Welle geschafft und natürlich wieder Welle 3. Das ist natürlich sehr geil. Das gefällt mir. Wann Schwabber natürlich wieder hier? Mit dem komischen Blubbelbläschen hier, mit dem Blubbel. Alles meine Blubbel. Und die Killgrill wieder, oha. Ja gut, da muss man mit einmal innen draufhauen. Mit dem Schwabber eigentlich easy. Wenn man dann richtig trifft. Hier könnte ich eigentlich schon mal anfangen. Ein bisschen drauf zu hauen. Und jetzt einmal yes. Ja, Killgrill auch immer eigentlich sehr gefährlich. Vor allem wenn es mehrere werden. Ah, einmal schnell weg. Er hat den einen sogar gekriegt hier. Ostoland heißt er. Auch ein lustiger Name, oder? Wird sogar anvisiert, sehe ich gerade. Nicht gut. Aber den einen haben wir. Ja, aber direkt. Und eigentlich den einen schnell beleben. Und weiter drauf. Yes, haben wir. Und direkt nächster Killgrill kann ich sein. Ich würde sagen, erstmal runter Ei rein. Okay. Einer ist gerade da hinten lang gerannt. Was? Hat er mich an der Seite gekriegt hier gerade? 18 Eier sind drin. Das war gerade nicht so gut. Ich glaube, ich hau mal ab. Geh mal rüber auf die Seite hier, oder? Gerade zwei sind gestorben und da hinten direkt der nächste einmal wiederbeleben schnell. Ja, Welle geschafft, 18 Eier drin. Das war eigentlich das Wichtigste, dass wir die Welle 3 schaffen. So, Feierabend. Und ah, der Malm sein wieder, das ist sehr gut. Das ist ja übrigens der Seilmalm. Eigentlich wollte ich ihn jetzt immer Seilmalm nennen, ne? Ja, somit der nächste. Das heißt, ich hoffe ja, dass ich so ein paar ja, schöne Schuppen bekommen. Jetzt habe ich übrigens die Waffe hier. Eigentlich gar nicht mal so schlecht. Jetzt muss ich nur schauen, wo sind die Bosse. Dann ist ein Bam. Schauen wir mal. Und jetzt, ich habe ihn direkt. Rabla auf. Ah, gefährlich. Aber ich habe ihn. Und einmal Eischler auf den Seilmalm rauf. Ah nein, er kommt gesprungen, oh mein Gott. Sehr gefährlich, oder? Liegen die Eier natürlich hinten auf der anderen Seite, aber ich kann hier natürlich weitere Boss-Salmis plätten. Kann nicht sein. OMG. So, schnell einmal Ei raus. Ein Ei liegt da noch, sehe ich gerade. Das wäre, glaube ich, gleich krass. Mit Hochwasser wäre das extrem krass. Ich bin letzter Spieler. Nein, ich hasse es, wenn ich letzter Spieler bin. Das muss ich extrem aufpassen, oder? Bei meinem Seiten kommt auf jeden Fall immer Adrenalin hoch, würde ich sagen. Oh mein Gott. Da haben wir noch fast zur Hälfte. Grablachs hat mich fast gekriegt. Wo ist er? Ah, ist er gerade da, ne? Bremsschmeißer, Bombe. Und einmal Ei rauf. Nein. Sehe ich da nicht direkt? 11 Sekunden noch, aber wir haben ihn über die Hälfte weg, sehe ich gerade. Und Bam hier natürlich, war klar, schmeiße eine Bombe, aber schaffen wir glaube ich nicht. Aber wir kriegen auf jeden Fall so ein paar Schuppen noch. Ja, leider Feierabend in dem Sinne. Ich sehe doch gerade, der Insanity rated gerade. Ja, sehr cool. Schön, dass du reinschaust. Das ist wirklich sehr cool auf jeden Fall. Und vielen Dank natürlich für den Support und den Raid natürlich.
Ja, sehr, sehr cool natürlich, wie wir gerade gesehen haben, der Malmsam hier natürlich wieder, der extrem hart sein kann, vor allem auf Bossrang. Leider haben wir ihn ja nicht geschafft. Aber 65 und 2 Silberschuppen sich gerade auch noch bekommen. Ja, Katalogstufe habe ich jetzt zwar über 100, das sei ja Stufe 102 sogar in dem Sinne. Ja, könnte ja eigentlich direkt noch eine Schicht starten. Dann sehe ich noch, Molnu und Moin. Ja, schön, dass ihr reinschaut. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ja, ich muss also mal schauen, gerade erstmal gerade runterkommen, so ein bisschen von dem Malmsäum hier gerade. Aber immerhin so ein paar Schuppen natürlich für meine schöne blaue Rüstung. Ja, die blaue Rüstung ist ja im Moment immer noch eins der Hauptziele, die ich im Moment habe. Ja, und natürlich Ranglegende, den ich nur einmal ganz kurz hatte. Niemals aufgeben? Ja, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall nicht. Nur leider schafft man den ja nicht ganz so oft, ne? Wir haben den letztens über, im vorletzten Part nur so einmal besiegt wieder. Aber es gab noch nicht mal ein goldenes, eine goldene Schuppe. Obwohl wir ihn besiegt hatten. Nur ein paar Silberschuppen. Ich glaube, 3 Silberschuppen waren das. Insgesamt beschrieben noch, du rockst das, ja. Ja, schön, dass du reinschaust. Wie gesagt, sehr, sehr cool. Muss schauen, dass ich im Spiel natürlich, wenn gerade das Match läuft, so wie jetzt gerade natürlich erstmal hinschaue. Nicht, dass wir hier in der Welle weggemetzelt werden. Oh. Ja, wenn ihr mitzocken möchtet, könnt ihr das natürlich sehr, sehr gerne machen. Dann könnt ihr das natürlich sehr, sehr gerne machen, wie immer. Gerade hier der Phönix. Kann man kurz hier stehen bleiben. Und Grablangs direkt weggehauen. Ich glaube, die Welle hängt schon gerade krass an, oder? 9 von 16 drin, okay, das geht noch. Und wieder belebt. 10 Eier drin. Ah, gefährlich, gefährlich. Nein. Ratzack natürlich direkt wieder. Okay, aber ich lebe wieder. Ich würde sagen, direkt Bombe rein beim Grablang. Und 19 Eier sind drin. Ich würde sagen, für die erste Welle ist das schon hart, oder? Zumindest fängt es hart an gerade eben. Aber so wie es aussieht, ist die Gruppe hier im Moment ganz gut, oder? 21 Eier drin, ich habe keine Tinte mehr. OMG. In 70 schreibt noch was. Und Jokra schreibt noch so wenig, also klar, ist schon was, aber trotzdem ist schon wenig, oder? Ja, wie gesagt, das letzte Mal war sehr, sehr wenig, obwohl wir ihn geschafft haben. In 70 schreibt noch keine Goldschuppe. Nee, leider gab es keine Goldschuppe für den. Da habe ich mich selber gewundert, obwohl wir den besiegt hatten. Ja, es waren glaube ich nur 3 Silberschuppen, wie ich ja sagte, und so ein paar Bronzeschuppen, ich glaube 8 Stück waren das. Die kriegt man dann meist sogar so, auch wenn man den nicht schafft. Also mindestens eine Silberschuppe, ein paar Bronzeschuppen. Aber war schon ärgerlich letztes Mal. Wie gesagt, da habe ich mich selber gewundert. Ja, noch nicht mal eine einzige goldene Schuppe. Und dann vor allem 3 silberne nur. Übrigens, wir müssen hier aufpassen, jetzt haben wir hier die Killgrill wieder, ne? Ah, und die kleinen Salmi. Extrem nervig, oder? Ich glaube, der eine da hinten ist tot. Mal schon rüber. Ah, nein. Einmal schnell beiseite. Da locken wir ihn mal rüber hier. Und jetzt einmal rauf. Und ja, klar, super. Visiert mich direkt eine andere auch an, oder was? 12 von 17 Eier haben wir, okay. Da muss man wirklich aufpassen. Vor allem hier, wie gesagt, die kleinen, süßen, niedlichen Salmini hier wieder. Vom Extrem. Das rüber, würde ich sagen, oder? Stimmt, ah, nein. Die Zeit war weg. Ich wollte gerade noch schon ein Ei reinhauen. Wie viel waren es? 15 von 17. Och nö. Da ist direkt Feierabend. Ja, sowas ist immer ärgerlich, oder?
Ja, vielen, vielen Dank natürlich für dein Follow. Jokra. Weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche. Jokra. Denken wir schon, oder? Insanity schreibt noch, bester Mann. Ja, vielen, vielen Dank natürlich. Und Jokra noch. Immer. Haha, immer, ja. Vielen, vielen Dank natürlich, wie gesagt. Und Insanity noch. Sorry, wenn wir dich abgelenkt haben. Nein, kein Ding. Ist alles gut in dem Sinne. Jokra schreibt noch gerne, gerne. Und ja, nenn mich einfach JK in dem Sinne. Wenn das jetzt richtig ausgesprochen ist, glaube ich ja, ne? Also JK, okay. Ja, schön, dass du reinschaust und vielen, vielen Dank natürlich für Follow und so. Ja, und ans N70 natürlich. Vielen Dank auch für den Raid natürlich nochmal an der Stelle. Ich würde sagen, ich schau mal kurz. Ich habe jetzt 55 von 99 Punkten. Ja, schauen wir mal kurz, wie viel Schumpf ich habe. Das können wir auch nochmal mitnehmen hier. Opak-Visor. Haben wir alles gegen Fragmente. So, wenn ich jetzt mal schaue, ich sehe gerade 28 silberne Schuppen habe ich im Moment. Oh, das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Das heißt, ich habe bald hier meine blaue Arbeits-, also die blauen Arbeitsklamotten. Ja, im Moment ja eins meiner Highlights, was ich erfahren. Das heißt, noch zwei Silberschuppen, dann habe ich das sogar. Ja, gelbe und die grüne habe ich natürlich schon alles freigespielt und so. Aber es gibt auch so viele Sachen, wenn man nochmal schaut, bei Deko. Ja, gibt es auch sehr, sehr viel. Hier ist zum Beispiel ein goldenes Ei habe ich im Moment. Ich glaube, das hebe ich aber erstmal auf für die Banner, oder? Ah, das werden wirklich dauern. Hier 5 goldene Eier. Schuppen. das werden auf jeden Fall dauern, das alles freizuspielen, oder? JK schreibt noch ja und JK bester Mann schreibt in Samity noch. Okay. Ja, sehr, sehr cool. Wie gesagt, wenn ihr mitzocken möchtet, könnt ihr das natürlich sehr gerne machen, wie immer. Ja, Melon wollte eigentlich mitzocken, aber der ist irgendwie gerade nicht da die ganze Zeit. Ja, ich würde sagen, sonst starte ich erstmal noch eine Solo-Runde auf jeden Fall. Wir sind da frisch drin. Und farmen weitere goldene, schöne goldene Fischeier jetzt hier. Ja, das heißt noch zwei. Silberne Schuppen. Da habe ich auf jeden Fall die blaue Rüstung. Frage ist so, wenn man jetzt den Malmsalm schafft, beziehungsweise ich sage auch, wie gesagt, meist Seilmalm. Ich finde sogar Seilmalm hört sich auch geil an, oder? Der Seilmalm. Ja, wenn wir den natürlich nochmal schaffen oder auch nicht. Meistens gibt es ja nur eine Schuppe, manchmal auch zwei, drei. Wenn man die besiegt, meist so drei silberne Schuppen. Aber dauert natürlich, bis er wieder auftaucht und ja, bis ich die blaue Rüstung habe, vergehen glaube ich noch so ein paar Matches. Hier der Kanonier oder wie er noch heißt. Der Big Shot heißt er auf Englisch hier mit so einer Kanone, ne? Hauen wir natürlich ein paar Eier direkt durch. Und Pandit. Würde ich sagen, auch direkt killen. Ich muss aber sagen, diesmal ist der Salmon Run echt unfair teilweise. Weil es sind da fast nur Schwapper. Also ans Waffen Schwapper. Und einmal der Roller hier irgendwie noch. Okay, schnell hoch. Und hier einmal den Mobilist killen. Zack, zack, direkt wieder mit Raketen sehe ich gerade. Okay. Da ist einmal schon mal Seite. Und direkt der nächste Mobilist hier oben irgendwie. Aber ich sehe gerade hier erstmal den einen wiederbeleben. Ja, dann schnell hoch. Welle fängt schon mal krass an. Für die erste Welle ist das schon hart, oder? So, wir sind noch Bossrang, aber immer noch Bossrang plus 1. Kanonia hieß er übrigens. Hat er mich gekillt? Kann nicht sein. 14 von 16 Eier drin, okay. Und er hat mich wiederbelebt, der eine. Und dann schnell ist eine Reihe. Ja, hat er drin, okay. Nein. Direkt wieder vom Kanon, ja. Aber der eine hat überlebt, 16 Eier drin. Ich würde sagen, krasse erste Welle. In 70 schreibt noch, ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Ja, dir auch auf jeden Fall. Und sehr, sehr schön, dass du reingeschaut hast auf jeden Fall. Und natürlich vielen Dank für den Raid natürlich auch. JK schreibt noch danke, auch aus meiner Sicht. Schönen, entspannten Stream noch. Ja, vielen, vielen Dank natürlich, sehr cool.
Ja, sonst, ja, würde ich auch sagen, bis zum nächsten Mal sonst, in dem Sinne. Und natürlich eine schöne gute Nacht, jetzt kommt der Salmo und hau mich hier platt. Ja, schauen wir mal, wenn natürlich noch Malsam kommt, wäre natürlich sehr geil. Wenn nicht, ist natürlich auch nicht schlimm, aber ich hoffe ja, dass mindestens in diesem Part nur ein oder zwei kommen, aber ich glaube nicht, dass es zumindest in diesem Part nicht klappen wäre. Ja, Xenoblade habe ich natürlich auch Bock. Jetzt vorhin haben wir einen Part gemacht. Ja, seit dem Part habe ich richtig Bock, mit der Story da weiterzumachen. Denk mal, ich werde jetzt jeden Tag dann nochmal ob der Fandinchen bzw. die Kessel mich hier ein. Ja, jeden Tag natürlich erst ein paar Zeno wahrscheinlich machen und dann danach gerne Splatoon, so wie jetzt heute. Ja, vor allem die Story. War schon mal cool vorhin, wie das alles weiterging bei Xenoblade. Ich glaube, ich sollte mich ein bisschen mehr konzentrieren. 17 Eier sind drin. Ja, je mehr Concentration, desto besser natürlich. Leider wieder weggehauen. Mit der Bratpfanne hier. Der Salmo. Ja, aber 27 Eier sind drin. Den einen Funding hätte ich sogar am Ende noch fast gekriegt. Okay. Dann haben wir wieder einen 3R-Schwapper. Ja, schauen wir mal, wie hoch wir kommen mit dem Part. Auch mit Bossrang bin ich ja plus 1 im Moment. Ja, mindestens plus 3 müsste auf jeden Fall drin sein. Wäre ja letztens, wie gesagt, schon wieder fast auf plus 3 gewesen. Aber leider wieder runtergefallen. Ich würde sagen, erstmal hier den Panty. Okay, das war schon mal sehr gut. Und direkt nur das eine Ei hier holen, würde ich sagen. Ah, Grablanz. Kann man schon schauen, dass ich irgendwie eine Bombe auflade. Und direkt Bombe rein. Ah, das wird gerade wieder gefährlich mit dem Regen. 13 sind drin. Und somit 15. Und das nächste UFO hier. Ah, bam wieder. Immer wieder gefährlich mit so einer Kugel noch. 20 Eier sind drin. Und sogar noch ein paar Mobilisten hier überall. Jetzt sage ich, versucht aber hochzukommen. Oder erstmal den einen wieder zu beleben. Das geht hier manchmal echt krass ab. Aber es werden 3, wir haben 22 Eier drin, ne? Da waren sogar gerade schon wieder Eierklauer. Krass. Aber der Malensalm kommt tatsächlich schon wieder. Ja, das heißt, irgendein anderer Spieler, der gerade mitspielt hier in der Lobby, hat anscheinend das Symbol gefüllt gehabt, ne? Ja, somit eine weitere Eierkanone und Amansberg. Wandelschwapp habe ich im Moment, okay. Und wo kommt er da hin, ne? Ich hoffe ja, dass ich mindestens zwei silberne Eier kriege. Eier, sag ich gerade. Silberne Schuppen. Und direkt drauf. Ja, weitere Eier natürlich auch direkt drauf in dem Sinne. Ich sehe gerade, da hinten ist ein UFO. Direkt zum UFO. Und Bam sehe ich auch gerade hier. Das heißt direkt Bam. Yes. Auch direkt platt gehauen. Das könnte sogar sein, dass es diesmal eventuell was wert hier. Wenn das natürlich was wert, wäre sehr geil. Wo ist er hin? Wo ist der Salman? Ach, da hinten ist er ganz. Nein. Ich glaube, jetzt habe ich eine Kugel verschossen irgendwie.
Uku-Armor runterholen. Ah, gefährlich. Jetzt kommt er hier. Ganz sehr nah. Ich würde jetzt sagen, aber einmal. Ein paar Eier liegen da wieder. Das ist schon mal sehr gut. 20 Sekunden nur. Direkt Eier haben wir alle drauf. Ah, nein. 7 Sekunden, aber wir haben oben, wie wir sehen, sehr, sehr viel Energie abgezogen schon. Ich hoffe ja, dass es mindestens 2 Silbereier gibt, sonst habe ich auf jeden Fall erst das nächste Mal demnächst dann die blaue Rüstung. 3 silberne Schuppen, oh mein Gott. Ich glaube es nicht. Ja, mega, mega geiler Highlight, geiles Highlight gerade hier in dem Sinne. Ich habe endlich meine blaue Rüstung. Ich kann es nicht glauben, oder? Ich habe endlich die blaue Rüstung, oh mein Gott. Ja, würde ich sagen, beende ich natürlich kurz die Lobby hier gleich und holen wir natürlich direkt die blaue Rüstung. 75 von 99 Punkte, Nummer 4, ja, Bronzeshop natürlich mit dabei und oben fast 1000 Punkte, okay. Katalogstufe, wie gesagt, im Moment 102 sogar. Ja, erstmal Schicht natürlich beenden, das ist gerade Highlight. Die blaue Rüstung, wie lange ich die jetzt schon haben möchte. Ich glaube 2 Wochen, 3 Wochen oder so, wenn nicht länger, keine Ahnung. Und ich spiele ja schon recht viel Salmon Run in dem Sinne. Ja, das machen wir einmal gegen Fragmente, würde ich sagen. Ja, einmal gegen Fragmente. Und auf jeden Fall jetzt hier die blauen Arbeitsklappen. Direkt tauschen. Schau dich ruhig in Ruhe um. Ja, als nächstes werden natürlich die pinke. Die müsste man als nächstes noch farmen. Und natürlich hier die Fragezeichen. Und hier sind natürlich auch noch sehr viele Fragezeichen. Ja, die Pinke hole ich mir natürlich als nächstes dann. Das ist so das nächste Ziel, denke ich mir mal. Und natürlich die ganzen anderen Sachen hier noch. Sind auch sehr viel Sachen. Hier ist zum Beispiel eine Goldschuppe. Habe ich auch noch nicht. Ja, Banner. 5 goldene Schuppen hier. Und 250 Bronzeschuppen. Dann würde ich sagen, farbe ich erstmal den hier mit 5 goldenen, oder? Das wäre eigentlich so eines der nächsten Ziele. Ja, den Katalog bzw. die Sache hier beim Bär auf jeden Fall alle zu bekommen. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir direkt in den Spind und rüsten natürlich die blaue Rüstung aus. Ja, sieht doch geil aus, oder? Da habe ich endlich meine blaue Rüstung hier. Ja, mega, mega cool. Auf jeden Fall für mich, wie gesagt, auf jeden Fall Highlight. Ich sehe gerade von der Zeit her, ja, passt das eigentlich in dem Sinne, ja, wir können da gerne noch ein paar machen, wenn ihr da Bock habt, könnt ihr das gerne in den Live-Chat reinschreiben. Ich sehe aber gerade, wir haben eine Stunde rum in dem Sinne und ich mache ja jede Stunde eine Pause in dem Sinne für 5 bis 10 Minuten. Ja, dann können wir gleich natürlich sehr, sehr gerne machen, weitermachen noch ein bisschen mit Splatoon 3 auf jeden Fall. Ja, gerne natürlich auch Revierkämpfe, wenn ihr da Lust drauf habt. Muss ja nicht immer nur Salmo Run sein, aber ja, wie gesagt, mein Ziel auf jeden Fall, die blaue Rüstung hier, sehr cool. Haben wir auf jeden Fall erreicht. Ja, würde ich sagen, kurze Pause, 5 bis 10 Minuten und dann geht das gleiche Battle noch weiter. Könnt ihr natürlich gerne im Live-Chat reinschreiben. Ja, ich denke mal, ein Part ist locker noch drin, oder? Dann mache ich gleich auf jeden Fall noch ein Part. Ja, wie gesagt, bis gleich dann.